OE24 TV präsentiert die große Home Story. Katrin Lampe auf der Couch bei Norbert Hofer und seiner Frau Verena. Jetzt im exklusiven Ehetalk nur auf OE24 TV. Norbert Hofer. Der Kampf um die Hofburg hat den freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidat aus den schummrigen Parlamentsräumen mitten ins Rampenlicht der Gesellschaft gestellt. Allerdings nicht ganz freiwillig, denn eigentlich wollte er niemals Präsident werden. Charmant und vielleicht auch ein bisschen provokant hat er sich mit einem eisernen Lächeln durch den Wahlkampf manövriert. Sogar seine Wahlversprechen hat er bisher gehalten. Naja, zumindest eines. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Gewundert haben sich die Österreicher tatsächlich, und zwar über das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, dass die Wahl wiederholt werden muss. Ein Tiefpunkt für die österreichische Demokratie, meinen die einen, fair, sagen die anderen. Denn schließlich hat doch jeder eine zweite Chance verdient. Und das gilt auch im Stichwahlkampf. Und genau da beschäftigt, zumindest die noch unentschlossenen Wähler, eine Frage ganz besonders. Ist Norbert Hofer jetzt eigentlich der letzte Gentleman der Politik oder doch nur ein gefährlicher Wolf im Schafspelz? Um genau das rauszufinden, hat sich Katrin Lampe auf den Weg ins idyllische Pinkerfeld gemacht und dort den dritten Nationalratspräsidenten und seine Ehefrau Verena besucht. Exklusiv für OE24 TV haben die Hofers erstmals die Tür zu ihrem Privatleben geöffnet. Hallo und herzlich willkommen bei OE24 TV und hier bei mir auf der Couch. Wobei, bei mir auf der Couch ist nicht ganz richtig, denn eigentlich ist es die Couch von Norbert Hofer und seiner Ehefrau. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde vorschlagen, ich bin so frei und bitte um eine kleine Hausführung. Wollen wir starten? Ja, Hausführung machen wir gerne. Ja. Gut, dann geht's los. Also wir gehen jetzt hier im Gang entlang. Hier sind mein Mann einige Familienfotos. Das sind die Ahnen sozusagen. Ja, genau. Wissen Sie da, wer ist oder haben Sie den Überblick verloren? Ich kenne nicht alle. Das, die Ewigkeit, ist der Schwiegervater. Ja. Okay, das ist eindeutig. Schwiegervater und Schwiegermutter. Auch die Schwiegermutter da oben. Hochzeitfotos von den Schwiegereltern. Sind Sie da sehr traditionsbewusst? Ja, eigentlich schon. Mein Mann mehr, ja. Hier geht es weiter ins Badezimmer. Sehr schön. Nichts Aufregendes. Wer von Ihnen badet? Mein Mann und ich bin in der Dusche. Ah, Sie sind eher die Duscherin, verstehe. Immer, okay. Hier geht es weiter. Ja, das ist das Zimmer der Tochter. 13-jährige Teenager. In der Schule. Ja, genau. Da darf ich nichts verändern. Als zukünftige First Daughter hat man es wirklich nicht leicht. Kaum ist man in der Schule, steht auch schon ein Kamerateam mitten im Zimmer. Also jetzt mal ehrlich, wenn hier was verändert werden muss, dann ist das wohl das Türschloss. Wobei, eigentlich kaum zu glauben, dass hier wirklich ein Teenie wohnt. Alles so aufgeräumt. Vorbildhaft die Anna-Sophie. Oder Frau Hofer? Die Tochter ist wie 13 Jahre, also voll pubertät. Genau. Voll und drin. Zeigt sich das auch? Ja, sehr anstrengend. Inwiefern anstrengend? Naja, alles, was ich sage, ist schlecht. Also im Moment sind wir gegen die Mann. Der Papa ist heilig, der Papa oder? Ist super, ja. Der Papa geht, aber ich bin... Und hat sie schon einen Freund? Gibt es da schon erste? Aha. Ja, den Maxi. Und wie lange geht das schon? Ein Jahr. Ein Schulfreund, ja. Sie treffen sich in der Garderobe, gehen gemeinsam in die Klasse und ja. Und sind Sie zufrieden mit dem potenziellen Schwiegersohn? Ja, da kann man doch nicht davon reden. Perfekt, perfekt, ja. Auch die Schwiegereltern. Wenn Sie Ihre Tochter ein bisschen beschreiben, wie ist sie so vom Naturell? Sportlich. Braucht ständig Freunde. Mhm. Also Freundinnen, es ist immer wer hier. Und ja, viel unterwegs. Also immer bei der Hofer ist es immer Full House. Ja, genau. Und damit kommen Sie auch klar. Da der große Garten auch ist, ja, es ist hauptsächlich draußen. Gell? Verstehe. Ins Wetter passt. Und sie ist auch ein Computerfreak, wie man sieht. Ja, genau. Mit der Papa, YouTube und... Also Ihr Mann ist auch viel in den Social Media Netzwerken unterwegs. Was sagen Sie dazu? Passt, so wie es ist. Selber auch einen Facebook-Account? Nein, Sie verwehren sich dagegen. Genau, Facebook schon, aber... Twitter schon. Und so? Nein. Gar nichts, gut. Das ist Schlafzimmer, das bleibt geschlossen. Okay, also die ehelichen Gemächer dürfen wir nicht sehen. Und das ist das Büro von meinem Mann. Es fällt auf, die Farbe Lindgrün dominiert ein wenig hier im Haus. Ja, auch im Badezimmer habe ich gesehen. Mein Mann ausgesucht. Dass gerade Norbert Hofer grün wählt, zumindest bei der Einrichtung, das ist durchaus überraschend. Ansonsten scheint hier aber alles verdächtig unverdächtig. Ein paar Fotos, Kapitänsmütze und Taschenmesser.
echtes Männerspielzeug halt. Ja, selbst der Sport kommt bei der Büroarbeit nicht zu kurz. Natürlich finden sich auch ein paar Hinweise auf die Mitgliedschaft von Norbert Hofer bei einer Burschenschaft. Selbst der Schreibtisch hält keine Geheimnisse parat. Dafür aber die Wände. Ein überdimensionaler 10-Schilling-Schein mit dem Konterfei des dritten Nationalratspräsidenten. Plant er etwa schon die Rückkehr zum Schilling? Als Bundespräsident könnte er es dann tatsächlich auf eine Banknote schaffen. Aber über Geld spricht man nicht. Das ist eine Frage des Stils. Und der interessiert ohnehin viel mehr. Also hier die Einrichtung im Haus, hat das alles Ihr Mann gemacht oder sind alles. Sie da? Nein, das war alles, ja. Sie nehmen natürlich sich, gemeinsam, ja. Okay, aber also Sie nehmen sich da immer zurück. Ja, genau. Im wahren Leben ist das auch so bei Ihnen in der Ehe? Immer. Sie sind immer sozusagen die im Hintergrund ist. Die im Hintergrund ist. Und gefällt Ihnen das oder würden Sie gern manchmal mehr? Es passt so, wie es ist. Passt so, wie es ist. Sonst würde ich es ändern. Also Sie können sich schon durchsetzen? Ja, natürlich. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter. Wo geht's hier geradeaus? Da ist das Schlafzimmer. Ah, wir haben sehr klein gebaut. Also das ist eigentlich schon. Wir haben vorne ein Gäste-WC und einen Technikraum. Mhm. Das ist aber hier. Und seit wann wohnen Sie hier? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Wir sind von Eisenstadt hierher gezogen. Das heißt eigentlich von einer Stadt ein bisschen ins ländlichere Umfeld. Wie ist das für Sie? Super. Sie sind so richtig ein Landverbundener und Sie brauchen das auch. Genau. Ja. Sie haben einen riesigen Garten, sieht man auch, wenn man da hinausschaut. Wie viel Quadratmeter hat dieser Garten? 4.000 Quadratmeter. Also wird auch optimal genützt, nehme ich mal an, im Sommer. Ich habe gehört, Sie fahren mit dem Rasenmähertraktor. Ja, das ist sehr entspannend. Ja. Mit dem Rasentraktor fahren kann man sehr gut nachdenken. Verstehe, worüber denken Sie danach? Derzeit über Politik. Und was genau sind die Inhalte? Naja, bei mir ist es eben, wie gesagt, das Rasenmähen oder das Mountainbiken, wo ich ein bisschen weg bin, auch vom Büro und draußen bin und man überlegt sich, welche Anträge kann man entwickeln fürs Parlament. Ja? Wie legt man das nächste Interview an? Solche Dinge eben. Ja. Hier hinten sehe ich schon die große Küche. Küche, Frau Hofer, wer kocht bei Ihnen? Sie oder Ihr Mann? Ich koche. Und was ist so das Lieblingsgericht? Meistens gibt es Spaghetti bei uns. Wenn mein Mann zu Hause ist und die Tochter, die wünscht das ist, sich Spaghetti. Das ist immer das Wunschgericht genau, von beiden. Ja. Wie sieht so ein Tag bei den Hofers aus? Wie startet er? Mit Frühstück, mit Kaffee. Mhm. Unter der Woche sind um 6:45 sind wir außer Haus. Mhm. Ich bringe die Tochter zum Autobus, dann fahre ich arbeiten. Mhm. Mein Mann wird vielleicht manchmal später abgeholt oder ist schon früher weg. Mhm. Und am Wochenende wird vielleicht länger geschlafen. Mein Mann besucht die Kirche. Der Hund will um 5:30 raus. Er will spazieren. Sie haben ja einen kleinen, fast ein Babyhund. Ja, ein halbes Jahr. Süß. Ein Australian Shepherd. Mhm. Ja. Wie geht es dann weiter? Ja, Mittagessen. Und am Nachmittag im Sommer meistens Radfahren, Kino, Spaziergänge, Eltern in Eisenstadt besuchen. Wenn zwei Frauen in der Küche stehen und reden, oje, Herr Hofer, da geht's jetzt sicher gleich ans Eingemachte. Und wer macht die Hausarbeit? Gibt es eine Arbeitsteilung? Tragt Herr Hofer auch den Müll raus? Nein. Nein. Gleich der prüfende Blick zur Seite. Ist mein Aufgabenbereich. Also Sie schupfen den ganzen Haushalt, Staubsaugen, bügeln. Ja, genau. Ihr Mann hilft Ihnen da gar nicht? Er macht eher das, was draußen passiert. Also bei den Autos, Rasenmähen, das ist mein Mann. Und würden Sie sich da manchmal mehr Unterstützung wünschen oder sagen Sie, um Gottes Willen, noch nicht der Mann im Haushalt, das geht eh schief? Er fragt hin und wieder, was soll ich dir helfen, aber ich mache das lieber allein. Warum? Weiß nicht. Na, dann ist es so gemacht, wie ich gern hätte. Okay, also der Herr Hofer würde nicht so aufräumen, wie Sie sich das vorstellen. Genau, glaube ich. Ist er ein ordentlicher oder eher so ein bisschen einer, der was herumliegen lässt auch mal? Hand aufs Herz. Hin und wieder lässt er schon Sachen liegen. Und, aber die räume ich dann weg. Bücher, dann? Handy, Ladegeräte. Und kommt es dann auch zu Diskussionen? Du hast die Klorolle nicht gewechselt oder ähnliches? Nein, das wechselt er. Okay. Also die Kleinigkeiten, da haben Sie ihn, kann man sagen, haben Sie ihn da schon gut erzogen? Genau, genau. Zahnpasta zurückstellen. Was noch alles? Schaum weg von der Badewanne. Ja, solche Sachen. Aber Kleinigkeiten. Okay, und kochen tun Sie, wie gesagt, meistens hier Spaghetti. Ich sehe hier auch einen Kuchen stehen. Backen Sie auch? Nein. Gar nicht. Der ist gekauft. Sind Sie eigentlich so die typische Hausfrau, wie man sich es vorstellt? Oder würden Sie sagen, ich bin eher so Gelegenheitshausfrau? Gelegenheitshausfrau. Gelegenheitsköchin, ehrlich gesagt. Sie arbeiten ja auch Vollzeit. Sie sind Teilzeit, Pflegerin. 25 Teilzeit. Stunden. Wie schaffen Sie das alles? Große Familie, nebenbei noch Haushalt schupfen? Ja, muss gehen.
Aber ist Ihnen das manchmal auch zu viel oder würden Sie sich da mehr Unterstützung wünschen? Nein, es passt so, wie es ist. Es passt so, ja. Natürlich habe ich manchmal einen Stress mit Bügeln und solche Sachen. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass Sie ein bisschen erschöpft wirken Sie auf mich. Ja, kann sein. Warum das? Ja, ist es jetzt gerade die Zeit, wo jetzt wieder der Wahlkampf startet? Vielleicht auch, aber ich bin heute müde, nicht ganz ausgeschlafen. Wieso das? Schlecht geträumt? Nein, bin um 9 vor der Arbeit nach Hause gekommen am Abend. Ich tue nämlich gerade auf Computer umstellen und 5:30 auf. Wie ist das so, der Beruf als Pflegerin? Ich kann mir vorstellen, dass das irrsinnig belastend ist. Es ist total, also seit 4 Jahren bin ich im Pflegeheim, gleich da 3 Straßen weiter und es ist total super. Wirklich. Ich freue mich jeden Tag. Das heißt, das war immer Ihr Traumberuf oder wie haben Sie da eingestiegen? Ich war vorher zahnärztliche Assistentin, 20 Jahre, aber da haben wir noch in Eisenstadt gelebt und vor 4 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht und gleich einen Job bekommen im eigenen Ort. Und es ist total super. Meins. Man sagt ja immer, die Pflegerinnen gibt es zu wenig, alle sind überfordert. Haben Sie da auch das Gefühl, dass das so ist? Bei uns im Haus, ich kann auch von unserem Haus sprechen, das ist total super. Wirklich. Kollegen, Bewohner, alles. Was macht Ihnen da so Spaß an diesem Beruf? Eben die alten Leute. Sich hinsetzen, eben Körperpflege mobilisieren und ihnen Essen geben. Und ja, sie warten schon immer. Wenn du ins Zimmer kommst. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gesellen uns jetzt zu Ihrem Mann auf die Couch und sprechen ein wenig über eine Zeit, die ja für Sie wahrscheinlich auch sehr belastend war. Das war der Unfall Ihres Mannes. Und wie dramatisch sich damals alles für die Hofers geändert hat und ob ihre Ehe unter dem Schicksalsschlag gelitten hat, das erfahren Sie gleich bei Auf der Couch nach einer kurzen Werbung. OE24TV präsentiert die große Home-Story Katrin Lampe auf der Couch bei Norbert Hofer und seiner Frau Verena. Jetzt im exklusiven Ehe-Talk nur auf OE24TV. Katrin Lampe besucht den freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer und seine Frau Verena daheim im burgenländischen Pinkerfeld. Erstmal stehen die beiden in einem exklusiven Gespräch gemeinsam vor den Fernsehkameras und geben intime Einblicke in ihre Ehe. Höhen und Tiefen gibt's da natürlich auch bei den Hofers. So 2003, als ihr Leben plötzlich und völlig unerwartet eine dramatische Wende nimmt. Norbert Hofer stürzt beim Paragleiten ab. Er erleidet schwerste Wirbelverletzungen. Die Schockdiagnose der Ärzte, Querschnittslähmung. Zurückzukommen auf den Unfall, wenn Sie mir vielleicht noch mal kurz schildern, wie das damals war. Ja, ich habe schon sehr jung mit der Fliegerei begonnen, mit 16 Jahren. Und habe Segelflugschein zuerst gemacht, Motorsegler, Kunstflugschein, Sonderpilotenschein für Hängegleiter und für Paragleiter. Und habe auch bei einer Fluggesellschaft gearbeitet als Techniker. Naja, dann eines Tages beim Paragleiten habe ich eine ganz schwere Turbulenz erwischt und ich war in 15 Meter Höhe. Das ist hier eigentlich der Nachteil, wenn man weiter oben ist, dann kann man den Rettungsschirm werfen oder den Schirm wieder öffnen. Und das war wirklich freier Fall und das Befund war Querschnittslähmung komplett. Das heißt, wirklich Rollstuhl für den Rest des Lebens. Und war sehr lange dann im Krankenhaus, ein halbes Jahr auf Reha. Und habe das Glück gehabt, dass im Rückenmark dann doch noch ein bisschen etwas da war. Das habe ich trainiert. Und das haben Sie erfolgreich trainiert. Richtig, Gott sei Dank. Frau Hofer, wie war das für Sie? Sie haben dann einen Anruf gekriegt, Sie waren dabei. Wie war das für Sie, der Unfall? Ich war dabei, aber trotzdem, also ich war baden mit der Tochter. Also Sie haben Ihren Mann nicht abstützen gesehen? Nein, ich wusste, er ist oben am Berg fliegen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, dass er abgestürzt ist. Und er wird gerade nach Graz gebracht, geflogen und bin ins Auto gesetzt und bin dann nachgefahren. Aber was haben Sie sich was hat Ihnen der Anrufer gesagt? Wer hat Sie überhaupt angerufen? Der Chef bei der Flugschule, gell? Wahrscheinlich, ja. Und wie war es? Es wird nicht so viel sein, vielleicht eine gebrochene Hand oder so. Aber zur Kontrolle wird er dorthin geflogen. Und dann bin ich nach Graz gefahren, der Doktor, 8 Wochen. Und dort hat man mir gesagt, er wird gerade operiert. Er hat sehr schwere Verletzungen. Okay, also da sind Sie im Krankenhaus zum ersten Mal damit konfrontiert worden. Wie das überhaupt überleben, war das ein Thema? Ja. Was haben Sie da gedacht?
Das war Wahnsinn damals. Und ja, das Wichtigste war in dem Moment natürlich auch die Tochter da. Acht Wochen. Wie alt war sie? Acht Wochen. Acht Wochen. Acht Wochen. Ja, schwere Zeit. Wie ging es dann weiter? Also Sie saßen dann im Krankenhaus und haben sich dann überlegt, was passiert, wenn mein Mann nicht mehr aufwacht? Das habe ich in dem Moment nicht gedacht. Mir ist nur gesagt worden, ich soll mal nach Hause fahren. Ich bin hergefahren nach Winkelfeld zu den Schwiegereltern und ich soll in 6 Stunden wieder anrufen. Da wird momentan operiert. Dann habe ich dann angerufen. Dann hat es geheißen, ich soll in 2 Stunden wieder anrufen, weil die Operation dauert noch. Und dann am nächsten Tag hat mich, hast mich du angerufen, oder? Da habe ich angerufen und ich war ja in guter Dinge, weil er voll gepumpt mit Schmerzmitteln und gesagt, das wird schon wieder. Aber es war eben nicht so. Die Verletzungen waren sehr schwer. Es war zuerst nicht klar, ob ich es überlebe am Unfallort. Und dann eben gebrochene Wirbel und Querschnittlinien. Und der Augenblick, wo sie dir sagen, du bist das Querschnittgelenk, ist natürlich schon ein sehr harter. Man hat dann danach wochenlang Zeit, man liegt nur am Rücken, über das ganze Leben einmal nachzudenken. Ja. Ob das jetzt, was das eigentlich bedeutet. Ja. Und die Gedanken sind ja, kann ich meinen Beruf weiter ausüben, komme ich in mein Haus rein? Und auch wie reagiert der Partner? Ja, weil da hat man dann einen Pflegefall zu Hause. Und wie haben Sie reagiert, als Sie diese Diagnose bekommen haben, Querschnittslähmung? Wahrscheinlich haben Sie mal geweint. Ja, sehr viel geweint in dieser Zeit. Sehr viel ins Krankenhaus gefahren mit der Tochter. Haben Sie irgendwann auch Vorwürfe gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass man da sagt, wieso und diese Fliegerei, ist das nötig gewesen, überhaupt solche riskanten Sachen? Nein, ja. Habe ich das gemacht? Nein. Ja. Aber du hast irgendwann gesagt, du würdest es. Ja, jetzt dann. Du würdest es nicht mehr machen. Also wie die Familie, also mit einer kleinen Tochter. Weil ich muss auch sagen, ich habe dann gesehen am Weißen Hof, ja, ein ganz tolles Team war, es waren natürlich sehr viele dort, die haben, ein Mann ist beim Blumengießen vom Sessel gefallen. Sehr viele Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen. Es ist, glaube ich, wenn es so sein soll, dann passiert etwas. Ja. Also Sie sind da fatalistisch sozusagen. Ich bin Optimist. Ich glaube einfach, man muss aus jeder Situation das Beste machen. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Hat sich Ihre Frau das auch so gedacht, wir machen das Beste draus? Oder gab es Phasen, wo Sie gesagt haben, nein, das schaffe ich nicht? Nein, das habe ich nie gedacht. Ich war immer, glaube ich, war eine gute Frau in dieser Zeit. Ja, das war. Es scheißt dann natürlich zusammen. Ganze Familie. Aber ich habe mich auch Fälle gehabt, wo halt die Beziehung auseinandergegangen ist. Was ich jetzt zuletzt war, auf einer Reha im Doppelbau, so ein Zimmerkollege von mir, einen Autounfall gehabt, auch viele Jahre davor, der vom Hals abwärts gelähmt ist. Und das war so beeindruckend. Seine Frau, auch berufstätig und kümmert sich um ihn. Es ist schon toll, dass immer was eine Beziehung wert ist. Ja. Und ich sage jedem, macht sich Gedanken, mit wem ihr die letzte Stunde des Lebens verbringen wollt. Ja. Dann würde es mehr Kinder geben. Da haben Sie offenbar eine gute Entscheidung getroffen. Sie sind noch in einer hoffentlich intakten Beziehung. Wie ging es dann weiter? Nach Monaten kam Ihr Mann nach Hause? 6 Monate. Wie war die erste Zeit? Da saß er ja im Rollstuhl. War es überhaupt möglich im Haus? Wie ging es dann weiter? Statt gewohnt, du bist dann nach ein paar Monaten mit zu Gruppen gegangen, gell? Ja, 2 Gruppen. Ja. Und dann habe ich mir ein Laufband gekauft. Jesse, weiß ich nicht. Ich habe mir ein Laufband gekauft und habe es auf 1 km/h eingestellt. Ich habe mit beiden Händen abgestützt trainiert, 3 Stunden jeden Tag. Dann 1,1 km/h, 1,2 km/h, irgendwann mit einer Hand. Ja, und irgendwann. Ja, das kann ich. Was mussten Sie in der ersten Zeit alles für einen Mann tun? Ich kann mir vorstellen, da war ja wahrscheinlich also komplette Pflege, oder? Pflege. Wir haben am Weißen Hof gelernt, dass wir uns selbst versorgen müssen. Ja. Das war sehr brutal, aber das war richtig. Haben Sie nicht gearbeitet, da waren Sie wahrscheinlich gerade in Karenz. War sehr gut, muss ich sagen. Wie war das möglich mit kleinem Baby und einem Mann, der... Damals wussten Sie noch nicht, wie schnell sich das entwickelt oder dass es sich so positiv entwickelt? Im Nachhinein war ich dann froh, dass das eine Karenzzeit war, weil beim Zahnarzt habe ich 40 Stunden gearbeitet und da wäre ich halt nicht so viel zu Hause gewesen. Aber sonst habe ich geschaut, wie im Klosterneuburg war, im Weißenhof, dass ich jeden zweiten Tag, voll gestillt, jeden zweiten Tag halt mit dem Baby
Und als Mutter. Und das Baby war natürlich eine Motivation. Ja? Mhm. Das haben jetzt kämpfen und wir haben beide gleichzeitig gegengelernt. Sind so. Gleichzeitig sich hochgezogen aus irgendwelchen Hilfsmitteln. Gab es irgendwann einmal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, also so habe ich mir das nicht vorgestellt in meinem Leben? Vielleicht hin und wieder, warum gerade das, uns hat das passiert, ist vielleicht schon. Oder? Haben Sie da eine Antwort drauf gefunden? Nein. Hatten Sie irgendeine eine Unterstützung oder wer hat Ihnen da geholfen über diese schwere Zeit? Eltern. Eltern, Geschwister, Freundinnen. Und wie haben Sie sich motiviert? Waren die da? Oder wie die waren da sie? Und die haben gefragt, ob sie das braucht und ob die gar nicht, ob die anderen so viel geschaut wird. Ja. Ich nehme an, für Sie war das auch ein Prüfstein in Ihrem Leben. Ist es immer noch, ja, weil natürlich, ich war so ein begeisterter Sportler. Aber ich habe dann für mich gefunden, eine andere Sportart, das Mountainbiken und die Bewegung draußen, die ist einfach auch für den Geist gut. Ja. Aber es war eine schwierige Zeit. Man lernt sehr viel. Und man geht an die Grenze und überschreitet auch die eigene Grenze, wenn es möglich ist. Und das ist sehr gut gelungen. Gab es irgendwann einmal zu dieser Zeit auch Konflikte in Ihrer Ehe? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn das so viele Emotionen im Spiel ist, so viel Verzweiflung, dass man auch sagt, okay, weißt was, es funktioniert nicht mehr. Oder war das immer klar, dass es ein Zusammenhalt ist? Streit hat es sicher gegeben. Oder gibt es immer? Meistens wegen dem Staubsauger. Ja, weil Sie nichts haben wollen. Nein, wenn ich ein Telefoninterview gebe, der Staubsauger läuft. Ja, alles klar. Aber so, dass ich sage, ich schaffe das nicht, ich gehe oder sonst irgendwas, ist das so. Sie haben sich ja dann später zur Pflegerin umschulen lassen. Auch aus diesen Erfahrungen heraus, die Sie da gesammelt haben. Was waren das so die Beweggründe, dass Sie das gemacht haben? Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich zu Hause war, gell? Einen Job gesucht habe, wieder bei dem Zahnarzt und so einen gefunden habe und dann irgendwie eine Freundin. Gut, die hat diese Ausbildung gemacht und mir angeschaut, was da geht und dann was gemacht. Wie viele Jahre hat es gedauert, bis Sie wieder sozusagen so einsatzfähig sind, wie Sie jetzt sind? Das war so etwa nach 2 Jahren. War das Gehen so möglich wie jetzt. Aber ich bin schon nach wenigen Wochen wieder arbeiten gegangen. Und das war natürlich ein täglicher Kampf, allein jetzt vom Auto ins Büro. Aber jetzt, ich fahre mit dem Radl 70 Kilometer, das ist toll. Was man alles tun kann, ja, das ist etwas, wo man dann sehr zu schätzen lernt. Frau Hofer, Sie haben vorgesagt, Sie sind eher jemand, der sich im Hintergrund hält. Ist das privat auch so? Nein. Bestimmt. Ein ganz klares Nein. Privat ist es, ja. Privat ist sie nicht. Habe ich die Hosen an? Im Hintergrund ist. Haben Sie die Hosen an? Wie zeigt sich das? Ja. Sie haben schon gesagt, wie zeigt sich das? Na, jetzt sind wir ganz gut zurecht, oder? Ja. Das passt. Schon. Ihr Mann ist ja natürlich rhetorisch aufgrund seines Berufes auch sehr eloquent. In Ehekonflikten ziehen Sie da den Kürzeren. Da bin ich rhetorisch unterlegen, ja. Bei Ehekonflikten? Da werden wir diskutieren. Das letzte war für dich nur meine Frau. Ich, ja. Aber mit ihm kann man auch nicht so streiten. Geht nicht. Was passiert dann? Frustration und geht. Diskussion gestoppt, genau. Sozusagen. Worüber diskutieren die Hofers? Was sind die Streitpunkte? Pubertät von der Tochter? Das ist momentan das Häufigste. Weil Schule? Weil ich natürlich mit meiner Tochter, diese Vater-Tochter ist natürlich ganz eng, ja. Und ich neige dazu, einfach sehr viel durchgehen zu lassen. Und dann gibt es mir die Aufforderung, bitte sag ihr doch Englisch. Ja, und dann sogar auch heute in der Familie zu erklären, du musst heute Englisch lernen. Ja, und das ist dann eben meine Aufgabe. Und diese Aufgabe sagt der Vater liebevoll, die Tochter macht es nicht und die Mutter muss nachlegen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Die Verena ärgert sich immer, weil sie schimpft. Meine Tochter macht es nicht. Und ich sage dann bitte anders, wie macht doch und sie macht es. Ja. Das ist ja, du musst aber auch sagen, du bist sehr viel unterwegs und ich bin ständiger. Klar, ja. Also momentan haben mehr oder weniger Sie die Kindeserziehung über. War das immer so oder war das immer aufgeteilt? Wenn du da bist, ja, aber du bist eben viel unterwegs oder auch, du musst ja schon, ja, wir teilen sich das.
wenn er da ist. Wenn ich da bin, also so Mathehausübungen machen, dann auch die sportlichen Dinge. Ja. Wenn wir, meine Tochter ist begeisterte Sportlerin, ja, dann joggt sie und ich bin Radl oder wie auch immer, das machen wir dann. Wie erziehen Sie Ihre Tochter? Also ich hoffe, man ist ein bisschen ein Vorbild. Mit den richtigen Freunden. Im Freundeskreis passt. Momentan ist es schwierig, sie zu erziehen, eben wegen der Pubertät. Aber sie kann auch schon sehr brav aussehen. Ja. Wie sieht sie das? Sie ist auch brav. Ja. Also sie hat natürlich wie jedes Kind in der Pubertät. Das weiß nicht jeder, der Kinder hat. Aber sie ist ein ganz, ganz toller Charakter. Sie wird eine ganz starke Frau werden. Sie geht ihren eigenen Weg. Und was für Werte geben Sie dem Kind mit? Also für mich ist einfach, was ich nicht mag, ist, wenn sie unehrlich ist. Ja. Das sage ich auch. Ich sage, du, wenn irgendwas ist und was angestellt, dann sag es einfach. Ja, weil sie muss keine Angst haben, dass dann irgendwie die Welt untergeht. Das ist das Allerwichtigste. Dass einfach das Vertrauen da ist, dass man den Eltern alles sagen kann. Schwindelt Ihre Tochter manchmal? Also wenn sie irgendwie was erreichen will oder so, gibt es glaube ich schon. Ja. Ja, schauen Sie das. Dann ist dann die Hausaufgabe gemacht, obwohl sie nicht gemacht ist. Ja, genau. Das lesen wir dann manchmal. Frage drauf. Sie haben ja auch aus erster Beziehung zwei oder drei Kinder. Drei Kinder. Wie funktioniert das für Sie? Ganz gut. Die Kinder waren immer da, jedes Wochenende, wie sie noch kleiner waren und in Eigenschaft gelebt haben. Und jetzt? Alle über 20, die kommen, wenn sie wollen. Selbst mein Auto. Das heißt, am Anfang, wie sie noch klein waren, haben Sie da auch so ein bisschen die Mutterrolle mit übernommen? Also die Stiefmama-Rolle sozusagen? Das kann man nicht sagen. Die Kinder haben ihre Mutter, die sich sehr toll um sie kümmert und bemüht. Und da kann, das soll man nicht sagen, da kann man nicht sagen, welches ist die Ersatzmutter. Sie hat sich auch toll erzogen, das hat sie gut gemacht. Wie ist der Kontakt zur ersten Frau? Ist das so richtig Patchwork-Familie? Nein, nicht mehr, weil ich jetzt nicht mehr in Eisenstadt lebe. Und Eisenstadt ist ein Katzensprung. Naja, aber ich bin nicht mehr oft in Eisenstadt. Und die Kinder sind natürlich jetzt groß. Mein Großer lebt in Wien, ja, studiert Archäologie, hat so einen langen Bart. Ein Hipster-Bart. Ja, genau. Okay. Ja, ganz cool. Ja. Aber er hat einen Traumberuf. Archäologe, das ist doch, gibt es was Schöneres? Das ist Geschmackssache wahrscheinlich, aber wenn Sie das für sich so empfinden, dann wahrscheinlich lesen. Ja. Ja. Aber zurück zu meiner Frage, funktioniert das als Patchwork-Familie? Hat das immer funktioniert oder war das schon nochmal ein Streitpunkt? Es war einfach so zum Streiten. Ja, sicher war es manchmal anstrengend, weil da waren wir ja ganz frisch zusammen und so. Und er wollte die Kinder jedes Wochenende sehen und es war so. Ist man das Ehefrau auch so ein bisschen, dass man sagt, oder das neue Frau? Ich würde mir wünschen, dass er nicht schon sozusagen Familie und Kinder gehabt hätte. Vielleicht manchmal. Und haben Sie das auch miteinander ausdiskutiert, dass das dann alles ins Reine gekommen ist? Nein, das war kein Streitpunkt. Natürlich ist es, wenn man einen Mann wie mich heiratet, der schon verheiratet war mit Kindern, dann heiratet man die Kinder mit. Ja? Und als junger Mensch ist man so damit beschäftigt, man muss sich seinen Beruf ausbauen, man hat am Haus viel zu tun. Am Wochenende ist man dann gemeinsam mit den Kindern. Man hat sehr viel zu tun, also man ist da wirklich ordentlich im Einsatz. Aber es ist halt eben jetzt so toll, man sieht die erwachsenen Kinder, man ist so stolz drauf. Man hat eine Riesenfreude. Für Sie auch? Natürlich. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal eine kurze Werbepause und sprechen nachher weiter über die Hofers, ihre Ehe und natürlich auch die Zukunftsziele. OE24 TV präsentiert die große Home Story. Katrin Lampe auf der Couch bei Norbert Hofer und seiner Frau Verena. Jetzt im exklusiven Ehetalk nur auf OE24 TV. Katrin Lampe sitzt heute mal wieder auf der Couch. Diesmal aber nicht auf ihrer eigenen, sondern auf der vom Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Aus der Politik kennt man das FPÖ-Mastermind mit undurchdringlichem Lächeln und messerscharfer Rhetorik. Werden Sie bei der zweiten Wahl gewinnen? Ich glaube, dass die Angstmache nicht mehr funktioniert. Denn es war ja viele Menschen, die Van der Bellen gewählt haben, haben nicht ihn gewählt, weil sie ihn unterstützen, sondern aus Angst vor mir.
Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr, weil hier eine gewisse Immunisierung vorhanden ist, weil es kommen jeden Tag irgendwelche Negativmeldungen, das immunisiert. Und zweitens, dieses Bild des Menschen mit den zwei Gesichtern nicht aufrechtzuerhalten. Und warum haben die vor Ihnen Angst gehabt? Ich meine, wenn ich Ihnen so gegenüber sitze, also fürchten tue ich mich nicht. Aber warum, glauben Sie, haben die Menschen draußen auf der Straße vor Ihnen Angst gehabt? Ja, weil das die Kampagne war, zu sagen, das ist jemand, der ist ganz fürchterlich und der ist ganz im rechten Eck. Das stimmt alles nicht. Poetische Liebeschwörer hört man jedenfalls keine. Auch sanftmütige Harmonie gehört erfahrungsgemäß eher selten zum Auftreten eines Freiheitlichen. Privat führt Norbert Hofer mit seiner Verena eine glückliche Ehe. Doch wie hat er ihr Herz erobert? Mit NLP-Tricks oder blauen Kornblumen? Wer hat im Hause Hofer den Oberbefehl? Und überhaupt, wo lernt man eigentlich einen eventuellen Bundespräsidenten kennen? Hallo zurück bei OE24TV und hier bei mir auf der Couch, besser gesagt bei Hofers auf der Couch mit dem kleinen Hund Jesse. Wie alt ist er jetzt? Sechs Monate. Also noch ein Baby. Sehr, das merkt man, extrem verspielt. Sie ist natürlich ganz bemüht sozusagen. Aufgeregt, bemüht und liebeshungrig, gell? Wir haben gerade vorhin kurz gesprochen über Ihre Anfangszeiten und der Weg zur Patchwork-Familie. Wie haben Sie sich überhaupt kennengelernt? In Eisenstadt, in einem Lokal. Mhm. Aber kennen tun wir uns aus der Schule. Wirklich? Ja. Okay. Also ich bin Wandelschule, er war Hotel und Hand habe ich ihn immer. Also immer schon vom Sehen und gedacht, wow, der ist es. Ja, von Winterfeld nach Eisenstadt gezogen. Ich bin nach Eisenstadt und Und, also aus der Ferne war schon eine Verliebtheit da oder eher so, naja. Ja, war er dann verheiratet. Ja. Also, das ist mir aufgefallen. Und dann sind Sie sich zum ersten Mal oder begegneten Sie sich zum ersten Mal in einem Lokal. Wo war das? In Eisenstadt im Südgrün. Mhm. Genau. Was ist das für ein Lokal? An einem Dienstag am Cocktailbar. Mhm. Und da waren Sie noch verheiratet? Und oder? Nein. Okay. Lange Geschichte. Mhm. Ich war mit einer Freundin da, er war auf einer Gemeinderatssitzung da. Genau. Mhm. Alleine oder in Begleitung? Mit meinem Kollegen aus dem Gemeinderat. Und wie war das dann? Da wurden Blicke ausgetauscht, erzählen Sie. Getratscht, ganze Nacht. Wir sind fast früh im Morgen schon, trotz Dienstag. Seitdem? Und dann habe ich angerufen am nächsten Tag. Sie kannten Sie ja schon vom Sehen. Wie war das so der Anknüpfungspunkt? Wer hat wen angesprochen? Also angesprochen habe ich dich. Ja. Und es war einfach ein Wiedersehen. Mhm. Und da gab es viel zu besprechen. Und dann war ich auch am nächsten Tag so, das rufe ich an. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. Ja. Und waren Sie da gleich vom ersten Augenblick oder von der ersten sozusagen Nacht an verliebt? Oder? Für mich schon. Ich schon. Die Nacht, Sie meinen jetzt die Nacht, die Nacht war schon. Ja. Ja. Vielleicht auch die andere Nacht, das müssen Sie mir sagen. Da haben wir uns Zeit gelassen. Da haben wir uns wirklich Zeit gelassen. Weil mir war das schon wichtig, weil ich bewusst, wenn du jetzt was angehst, das muss passen. Mhm. Und ja, war der richtige Weg. Damals waren Sie ja schon politisch aktiv. Mhm. Nein, da war. Mhm. Kannten Sie ihn auch schon von der politischen Seite? Ja. Mhm. Und wie war das so für Sie? Oft. Ich habe nur so eine Eisenstadt gesehen, wenn zum Beispiel so ein Bürgerstand war von der FPÖ. So. Hast du mich abgewählt schon mal vorher? Also von was? Ja. Eine diplomatische Antwort. Das habe ich nämlich nie gefragt. Eine diplomatische Antwort. Wie ging es dann weiter? Also da war dieser erste Abend in der Cocktailbar. Wie ging es dann weiter? Sie haben angerufen und dann? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du anrufst. Ja? Mhm. Ja? Da sind wir ganz viel spazieren gegangen. Es gibt eine schöne Aussichtswarte in Eisenstadt. Da haben wir uns aufgetroffen. Wir waren auch dann fast jeden Tag. Fast jeden Tag, wir waren dann ja. Zusammen. Ja. Mhm. Und weiter? Ja, dann kam irgendwann die Frage, wie wir weitermachen. Und wir wollen heiraten. Mhm. Wie war der Heiratsantrag? Der war recht unspektakulär. Ja, der war bei meinem Auto, oder? Ja. Es war nicht sehr. Also auf die Knie sind Sie offenbar nicht gefallen. Nein, das ist ja nicht. Im Auto. So mitten auf der Autobahn, 120 km/h, willst du mich heiraten? Ja, passt und weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, ich war Stadtgebiet. Nein, das war aber. Dann kam die Hochzeitsreise. Das war ganz klassisch. Während der Hochzeitsreise ist unser Tochter entstanden. Ja. So soll es ja auch sein. Ja. Jetzt höre ich es ein bisschen raus, weil der Heiratsantrag ja unspektakulär war. Ist Herr Hofer nicht romantisch? Oh ja. Aber oh ja. Ich habe geträumt, mal mein Heiratsantrag ist so ein Flugzeug und hinten so eine Schleife, willst du mich heiraten? Wie hast du so eine Flugangst? Achso, dann heißt es nicht. Nein, ich schaue in den Himmel rauf und sehe das. Okay. Aber egal. Da muss man noch was überlegen. Mhm. Zu Silbernen. Zu Silbernen, genau. Gut. Also der Heiratsantrag war ein bisschen enttäuschend dafür. Die Hochzeit umso schöner. Wie war die? Die war in Eisenstadt mit ca. 100 Personen. Mhm. Im Leopardinentempel. Mhm. Mit der Kappe. Eine Trachtenhochzeit? Nein, nein, ganz leicht, ganz unten. Creme. So, jetzt durch den Hund da bitte runter. Jessie wird sich das nicht gefallen lassen. Man sieht, die Hofer sind konsequent in der Beziehung. Sehr. Sehr. Also zurück zur Hochzeit. Eine schöne weiße Hochzeit mit 100 Gästen. Für Sie, wie war's? War im Leopoldinentempel in Eisenstadt. Das ist wunderbar. Wir haben so einen tollen Park, Schlosspark in Eisenstadt. Das war eine tolle Atmosphäre. Es war warm. Ja. Freunde, Familie. Ja, schön. Das ist immer die Prüffrage für den Ehemann, wenn es der Hochzeitstag. Am 15. Juni. Na bitte. Geburtstag der Frau? 16.01.74. Alle Tests bestanden. Sie sehen, Sie schon ganz verwundert rein und merkt, dass ich sonst solche Daten. Gibt es denn immer Geschenke zum Hochzeitstag? Ja, voriges Jahr habe ich mich gefreut. Einen Tag zu früh dran, war ganz enttäuscht. Ja. Ich habe mich beschwert bei der Schwiegermutter, dass er am Hochzeitstag vergessen hat. Ja, wer war noch gerade Hochzeitstag? Erst am nächsten Tag. Also, und was gibt es da für Geschenke? Was schenkt man bei Opa seiner Frau? Immer das Gleiche. Mhm. Einen ganz, ganz großen Strauß roter Rosen. Mhm. Ich bin, was bei mir, Weihnachten, ja, das ist so meine, das habe ich irrsinnig gern. Ja. Also ich schreibe mir schon ab September, ja, was kann ich wem schenken? Da gibt es eine Liste. Ja. Heuer habe ich es noch nicht gemacht. Und meistens sind die Geschenke dann schon 3-4 Wochen vorher irgendwo versteckt. Das mache ich irrsinnig gern. Was wünschen Sie sich dieses Jahr zu Weihnachten? Dann könnten wir gleich mal die Grundlage. Ich bin eigentlich sehr bescheiden, das weiß ich einfach, das war's, oder? Ich bin nicht so die Schmuck-Mante. Es ist immer die schwierigste. Vielleicht so ein Kurzurlaub. Das ist für mich das heute. Nein, in der jetzigen Phase wird es wahrscheinlich nicht schwierig sein, mit Kurzurlaub. Ich habe da etwas im Plan. Das dürfen Sie natürlich jetzt nicht fragen, sonst wäre das Geschenk ja umsonst. Ja, also dann nach der Hochzeit kam auch schon die kleine Tochter. Mhm. Wie war sie die erste Zeit? Ein Wunschkind, nehme ich an. Ja, aber doch überraschend, dass sie so schnell gekommen ist. Mhm. Ja. Das war wirklich, ja, fliegt Zeit. Ja. Problemlose Schwangerschaft. Ja. Ja, die Geburt, da war ich dabei. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Wir haben es ein bisschen Schmerzen gehabt, natürlich. Was so eigentlich ist, ja. Ist bei der Und ja, da sind die Schwiegereltern auch gekommen nach dem 7. Tag ins Krankenhaus. War wirklich schöne dann, Zeit, ja, wenn der nur nicht untergekommen wäre, bald danach. Nach Wochen danach ist es dann passiert. Ja. Sie haben nur eine gemeinsame Tochter, hätten Sie sich noch ein zweites Kind gewünscht oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben mal darüber gesprochen, aber dann hat die Verena gemeint, hat sie auch recht. Jetzt sind deine großen Kinder schon so groß und da werden irgendwann mal Enkelkinder kommen. Also warten wir auf die. Na gut, die Tochter ist erst 13. Hätte es, wenn der Unfall nicht gewesen wäre, hätten Sie noch ein zweites Kind wollen? Nein. Nicht mehr. Also eins hat gereicht, ist kompliziert genug. Die drei Großen dazu, ja. Also ich finde es eins ideal. Und mein Älteste ist 24, auch schwer verliebt. Ja. Das ist so süß. Und irgendwann kommen wir endlich hin. Wie ist Norbert Hofer als Vater? Ich höre da nämlich so durch, wenn Sie wissen über die Liebe der Kinder, dass Sie da sich offenbar sehr interessieren dafür. Ich glaube, dass ich als Vater zu wenig streng bin. Bei den großen Kindern ist es etwas anderes. Also wir haben, ich muss wirklich sagen, meine erste Frau hat sich ganz toll erzogen. Sie sind tolle Menschen geworden. Aber insgesamt ist auch bei meiner jüngeren Tochter, ich neige dazu, eben
nachzugeben. Ja. Mhm. Also genau das, was ich in der Politik nicht mache, nämlich nachgeben, das mache ich dann bei ihr. Also da reicht ein Augenaufschlag, gib ab, bitte. Und, ja. Ja, da ist das, wo ich total dagegen bin. Ja. Und er kommt nach. Ja. Also da erfahren Sie wenig Support in der Hinsicht. Aber gut, Sie dafür sind Macht ja. Das ist mein Support. Wenn du da bist. Ich höre da schon ein bisschen raus, Sie sind, glaube ich, nicht ganz glücklich, dass Ihr Mann so viel unterwegs ist. Das hat sich halt jetzt durch diese Kandidatur so ergeben. Wie war das überhaupt? Wie ist Ihr Mann auf Sie zugekommen und gesagt, ich will Präsident werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das Semester. Schatz, ich werde Präsident. Soll ich oder soll ich nicht? Mhm. Und was haben Sie gesagt? Auch SMS. Mhm. Du es. Mhm. Mhm. Und jetzt darf ich mich nicht beschweren. Weil war einer da bewusst, was alles auf Sie zukommt? Also das haben Sie unterschätzt, muss man sagen. Ja, überhaupt unterschätzt. Zeitspanne und alles. Vor allem, dass es so lange dauert im Wahlkampf. Das konnte ja niemand wissen. Mhm. Und das ist schon eine sehr ereignisreiche Zeit. Also es heißt ja Wahljahr, aber es ist wirklich ein Jahr geworden. Es ist wirklich ein Jahr geworden, ja. Wie unterstützen Sie Ihren Mann im Wahlkampf? Ich fahre mit, wenn ich frei habe und wenn ich kann. Und natürlich Hund, Tochter, also ich kann nicht auf jeden Fall mitfahren mit dem. Aber wenn ich kann, dann fahre ich schon. Wie ist das jetzt für Sie? Sie sind jetzt plötzlich auch ins Rampenlicht gekommen, natürlich durch Ihren Mann. Interviews, alles Mögliche, fühlen Sie sich wohl damit oder sagen Sie, okay, da hätte ich drauf verzichten können? So mit Kameras, also das ist mein erstes Interview heute. Natürlich bin ich das nicht gewohnt, so wie er. Also ich schaue für mich eine neue Welt. Wie schätzt sich Ihre Frau? Hätte ich mir nicht gedacht. Wir sind immer ein bisschen Sorgen gehabt, ah, weißt du, das ist eine etwas völlig anderes. Aber so läuft es toll. Und das ist genauso wie es sein soll, einfach nicht verstehen. Ja. Es soll alles so sein, wie es ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, wir sind eine, glaube ich, eine ganz vernünftige Familie. Ja. Mit Stärken und Schwächen, so wie für alle anderen auch. Ja. Es ist, ich sage mal, ein Pfleger interviewt mich nie mehr. Gell. Ja. Also für Sie ist das neu, ungewohnt. Und wahrscheinlich auch manchmal unangenehm, kann ich mir vorstellen, dass viele Aufmerksamkeit. Ja, das ist anders geworden. Ja. Das ist früher auch sehr genossen, dass ich in der Politik eine tolle Aufgabe hatte, aber mich kaum jemand gekannt hat. Ja. Als ich kandidiert habe, und das ist nicht ein Kennenlernen. Ja. Die ersten Umfragewerte waren 8%. Ich kann mich erinnern. Und das ist dann eben nicht, dass es so hoch geht. Jessie will auch was dazu sagen, damit sie sich jetzt ein wenig austoben kann, würde ich vorschlagen, dass wir in eine kurze Werbepause gehen und anschließend freue ich mich, wenn wir noch ein wenig über Ihre politische Karriere sprechen und wie Ihre Frau Sie dabei unterstützt. Bis gleich. OE24 TV präsentiert die große Home Story. Katrin Lampe auf der Couch bei Norbert Hofer und seiner Frau Verena. Jetzt im exklusiven Ehe-Talk nur auf OE24 TV. Katrin Lampe liebt ihre rote Couch im OE24 TV-Studio. Doch wenn Norbert und Verena Hofer erstmals ihr Haus für Fernsehkameras öffnen, dann geht sogar sie schon mal fremd und setzt sich kurzerhand auf eine andere Couch. Dort im burgenländischen Pinkerfeld, daheim beim Bundespräsidentschaftskandidat, da sitzt es sich eigentlich auch recht gemütlich. Was auch sitzt, das sind die Fragen. Und da sind einige, die Zukunft betreffend, noch offen. Denn wenn Norbert Hofer die Hofburgwahl tatsächlich gewinnt, dann wird sich für die Familie einiges ändern. Hallo zurück bei Hofers auf der Couch. Danke nochmal, dass beide sich Zeit genommen haben. Die Jessie haben wir jetzt rausverfrachtet im Garten. Das ist ein bisschen viel, der junge Hund. Wir haben vorhin über die Hochzeit gesprochen, da fällt mir ein. Strache hat geheiratet. Hans Strache ist wieder. Wie fanden Sie die Hochzeit? Meine Frau konnte nicht mit. Es war entzückend. Ich bin etwas später gekommen, weil ich bei einer Veranstaltung war. Und das war, man hat gesehen, das sind zwei Menschen, die sich unglaublich lieben. Das dürfte passen. Ja. Und dieses Versteckspiel, was es da im Vorfeld gab, es wurde ja korporiert, nein, wir heiraten nicht, da wurde auch viel herumgelogen und abgestritten. Wie sehen Sie das? Na, er wollte unbedingt privat bleiben bei der Hochzeit. Also wir machen ihn in der Kirche auch. Man muss wissen, er ist ja auch wie alleine. Er hat immer Menschen um sich herum, immer Medien und er wollte eben diesen besonderen Augenblick einfach
ganz privat machen. Philippa Beck ist ja gute 20 Jahre oder mehr jünger als Hatze Strache. Wie sehen Sie das? Kann das funktionieren? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Haben Sie sie schon kennengelernt? Ja, ja. Schon ein paar Mal getroffen. Aber nur eben bei der Veranstaltung. Mhm. Und wie empfinden Sie das? Sympathisch. Sympathisches Traum. Tierliebend. Tierliebend. Sehr tierliebend. Stimmt. Philippa hat ja, glaube ich, auch einen Hund. Ja, ja. Das ist ganz tierverliebt. Also sie geben, Hatze Strache ist nicht zum ersten Mal verheiratet, sie geben dieser Ehe zukunftsträchtige Chancen. Absolut, ja. Also wenn man die beiden gesehen hat, und vor allem sie ist ja auch eine hochintelligente Frau, mit einem sehr großen Herz. Also das ist auch für einen Menschen, der natürlich aufgrund seiner politischen Tätigkeit auch oft angegriffen wird, ganz wichtig, jemanden zu haben, der dich auch auffängt, wo man auch einmal schwach sein kann. Das ist das Wichtige. Und ist das bei Ihrer Frau auch so, dass sie sie auffängt, wenn sie mal einen Down haben? Sie hat mich schon oft schwach gesehen. Weinen Sie denn auch? Ich bin keiner, der leicht weint. Nicht aus Schmerzen leicht weint. Mhm. Ich weine eher, ich kann bei einem Film weinen. Mhm. Also wenn da, das ist fürchterlich. Du noch schneller, oder wenn mich irgendwas ganz besonders freut, das ist mir immer recht peinlich, aber es ist halt so. Ja. Zurück zu den politischen Zielen. Wie geht es jetzt in nächster Zeit weiter? Es kommt ja unglaublich viel wieder auf Sie zu. Ja, der Wahlkampf läuft für mich persönlich einfach weiter. Ich habe jeden Tag ausgefüllt mit meinem Terminplan. Es ist aber nicht so, dass das irgendwie dich über Gebühr belastet, wenn du viel Disziplin hast. Das heißt, du musst schauen, dass du den Tag rechtzeitig beendest, weil alles, was man Mitternacht ist, ist eigentlich sinnlos im Wahlkampf. Und dann doch auch noch kleine Zeitfenster findest für ein bisschen Sport, für ein bisschen frische Luft. Dann geht das. Und hoffentlich auch für die Ehefrau. Gemeinsames Radfahren. Das muss man sagen, ist schon sehr kurz. Ja, Sie haben es eh gesagt, im Moment ist es halt so, dass Ihr Mann nicht viel zu Hause ist. Wie ist es denn mit den politischen Inhalten? Sind Sie da d'accord oder sagen Sie eher, das politisch interessiert mich gar nicht? Eher das Zweite. Ich halte mich eher raus. Wenn er irgendetwas zu Hause so erzählen will oder was, dann erzählt er das. Aber ich bin jetzt nicht die, was da nachfragt und wie ist das gemeint. Und das stimmt. Nicht in allen Bereichen, ja. Aber ich bin einfach glücklich, wenn ich zu Hause nicht über Politik spreche. Weil es gibt so viele andere Dinge, die man als Familie zu bereden hat. Und wenn man den ganzen Tag mit Politik beschäftigt ist, dann braucht man auch einen Bereich, was das eben nicht gibt. Ich habe auch meine privaten Freunde, sind keine Politiker. Und da gibt es völlig andere Themen. Es ist aber doch so, dass wenn Sie Präsident werden sollten, dass man die Politik aus der Ehe auch nicht ausklammern kann. Sie sind ja dann sozusagen First Lady und haben dann natürlich auch auf dem Parkett zu glänzen, auf dem politischen Parkett. Wie werden Sie das anlegen? Das weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Es wird viele Staatsbesuche und Ähnliches geben, wo Sie wahrscheinlich auch mit den anderen First Ladies Wien erkunden werden. Ist das was, worauf Sie sich freuen oder wo Sie sich vielleicht auch zurückhalten? Freuen, ja, aber ich kann das noch nicht. Das ist alles offen. Und werden Sie da irgendwie auch ein Training bekommen oder Ähnliches? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird man dann geschult sozusagen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube eigentlich, dass es wichtiger ist, so zu sein, wie man ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Und wir haben schon einmal darüber gesprochen, ja, wenn ich die Wahl gewinne, was wirst du dann angehen? Und die Idee war eigentlich, so im Bereich auch das, was sie jetzt macht. Ja. Also Altenwohnheime besuchen, ja, behinderte Menschen besuchen. Weil da bist du eben authentisch, du kommst aus diesem Bereich. Und wann kommt schon einmal die Frau des Bundespräsidenten in ein Altersheim, ja, und feiert dort vielleicht Weihnachten? Also genau in diesem Bereich, das wäre es. Und nur nicht verstellen. Aber das ist immer aufgesetzt, man ist, wie man ist. Allerdings, eines steht bevor, wenn Sie Präsident werden, der Umzug nach Wien. Ist das mit gemischten Gefühlen wahrscheinlich zu sehen? Ich habe auf jeden Fall vor, dass wir die Tochter die Schule fertig machen lassen. Also die wird nicht aus dem System rausgerissen? Genau. Die hat noch nach der Wahl halt ein halbes Jahr mit der Schule. Dann ist sowieso ein Schulwechsel. Aber wie ist das für Sie jetzt, die Vorstellung, ich muss nach Wien ziehen in eine Wohnung und nicht mehr hier, ein herrliches Land, Garten? Ja, am Wochenende vielleicht. Also wenn es passt, sind wir schon hier. Am Wochenende, also man wird die meisten Wochenende nicht frei haben. Ja, aber wenn ein Tag frei ist, dann fahren wir hierher, das ist der Platz, aber wo wir... trotzdem, das wird eine Riesenumstellung sein. Und das ist schon, glaube ich, sehr landverbunden. Werden Sie sich wohlfühlen in der Wohnung? Ich hoffe.
Werden Sie Ihren Beruf auch aufgeben? Ja. Also das ist eine notwendige Konsequenz. Ja, man hat so viele Termine und Veranstaltungen gemeinsam, das geht halt leider nicht. Ja. Und auch die Anfangszeit war nicht eine Stunde. Ja, ja. Aber das ist doch genau, wo Sie mir vorher gesagt haben, das ist ja Ihr Herzensberuf. Wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie den ad acta legen müssen? Ja, macht mich schon traurig. Also, Sie schlagen da schon ein gehöriges Opfer für Ihren Mann. Ja, das stimmt. Weiß ich das zu schätzen? Natürlich weiß ich es zu schätzen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, wenn man das so. Wenn du dann eben dich ganz besonders um alte Leute kümmerst und Pflegeheime besuchst, wenn wir gemeinsam Behindertenheime besuchen und dort aktiv sind, dann ist es etwas Ähnliches. Vielleicht kann man ja weiterarbeiten. Ist das noch nicht ausdiskutiert zwischen Ihnen? Nein, deine Entscheidung natürlich. Ja. Meine Entscheidung. Das entscheide ich. Ja. Also Sie würden eigentlich gerne weiterarbeiten, höre ich daraus. Schauen wir. Das Problem war ja schon, sie hat mir erzählt, eine Patientin hat gesagt, sie will sich von ihr nicht mehr wickeln lassen. Ja. Weil. Ja, Präsidentin. Ja, genau. Ja. Ja, es steht auf jeden Fall eine große Veränderung an. Was sagt Ihre Tochter dazu? Ich glaube, die Anni ist einerseits sehr stolz. Ja. Ja. Aber dann, wenn es so. Wenn sie hört jetzt wegziehen und die Freunde nicht mehr so täglich, muss man bei ihr sagen, treffen, gell, das ist dann vielleicht schon. Aber sie ist auch jemand, der sehr schnell neue Freunde findet. Ja, also es ist permanent irgendjemand da oder sie ist irgendwo weg. Ja, das ist ein Kommen und Gehen, unglaublich. Ja. War Ihnen das von Anfang an bewusst, dass da so viel sozusagen gefordert wird von Ihnen, einen Umzug, überhaupt ein ganz neues, anderes Leben? Nein. Also das haben Sie richtig unterschätzt, kann man das so sagen? Ja, sicher. Wie haben Sie gedacht, dass es wird? Bald vorbei. Also, vielleicht gar nicht, dass du so weit das jetzt schaffst. Ja, ich habe nicht damit gerechnet. Umfragewerte 8%. Ja. Also, ist ja bald vorbei. Ja, man sagt, naja, gut, ja. Ich gebe mein Bestes. Ja. Also, wer, ganz ehrlich, wäre es Ihnen lieber, wenn Ihr Mann nicht Präsident wird? Ganz ehrlich, ich sehe da sowas in Ihren Augen. Wie es ist, so ist. Und beides, was heißt, ist das Richtige dann, so wie es? Es ist, genau, es muss so kommen, wie es ist, und so wird es richtig sein. Sie sind ja auch rund um die Uhr jetzt polizeibewacht, das ist ja wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung. Wie fühlt sich das an? Das stört mich überhaupt nicht. Das ist, ich schlafe sehr gut. Also gerade im Land ist es wahrscheinlich gar nicht so unangenehm. Jetzt jüngst Ihr Konkurrent Van der Bellen gerade in Nordstrom erhalten. Haben Sie das mitbekommen? Ich habe es gehört, aber ich bekomme permanent solche Dinge auch. Ja. So wie auch dieses YouTube-Video. Ich finde, das ist wirklich schlimm, ja, dass so etwas passiert. Aber ich denke, man muss auf die andere Seite sehen. Die vielen positiven Menschen, ja, die sich für ihre Kandidaten einsetzen. Und leider gibt es solche Narren, die sowas machen. Und das ist sehr, sehr schade und sehr traurig. Werden Sie viel angefeindet? Nein. Nein, also ich? Ja, nein, ich? Hier überhaupt nicht. Also hier ist eine riesige Unterstützung. Wenn was ist, dann eben auch auf Facebook, Twitter. Und auf Plakate für die? Plakate beschmieren. Die werden beschmieren. Ja. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sehen, der Mann wird da sozusagen verunstaltet auf Plakaten? Sicher tut es weh, aber in der Zwischenzeit ist es nicht die erste Wahl, also ich habe sehr viele. Sie haben sich an alles schon gewöhnt. Da muss man drüber wegschauen. Was sind so die schlimmsten Kommentare, die Sie da bekommen? Naja, jene, die auf meine Behinderung abziehen. Ja, da gibt es einige ganz, ganz schlimme Sachen. Aber das muss man dann auch wegstecken. Denn in Wirklichkeit, finde ich, beschädigt sich ein Mensch, der so etwas tut, auch selbst. Ja. Oder auch die Haselsteiner Kampagne, die das nicht getan hat. Das war so ein Video im Stil, ich weiß nicht, Wochenschau 1942. Ja. Das war ganz übel. Ja. Da macht man sich dann schon Gedanken. Wie geht es Ihnen da? Lesen Sie überhaupt auf Facebook oder so die Kommentare? Das heißt, das blende ich überhaupt aus. Ich blende das aus. So, ich habe Sie vorher schon mal gefragt, mit den politischen Inhalten, da beschäftigen Sie sich wenig, aber sind Sie grundsätzlich mit der Parteilinie einverstanden? Ist das auch Ihre Linie? Ja, natürlich. Ja. Also da sind Sie als Ehefrau ganz sozusagen im Gedenken. Ja, wobei
das wäre mir egal gewesen. Also wenn die Verena gesagt hat, ich bin jetzt bei der ÖVP, das hätte mir nichts ausgemacht. Ja. Mhm. Eine Kommunistin hätte ich nicht geheiratet, das muss ich auch sagen. Ja. Das geht gar nicht. Aber ansonsten, mein Gott. Ja. Also das eine ist die Ehe und die Liebe und das andere ist, wie man denkt, politisch. Wie wird die Zukunft aussehen? Angenommen, Sie werden Präsident. Wie wird die Zukunft aussehen? Wie? Ja. Zusammenpacken? Viele Termine. Und Opernball. Opernball ist auch ein Stichwort. Waren Sie schon mal? Viel unterwegs. Nein, ich auch nicht. Nein. Viel unterwegs, natürlich. Und was ich wirklich versuchen will, ich möchte auch Dinge machen, die vielleicht ein Präsident bisher weniger gemacht hat. Also auch wirklich ganz oft ganz, ganz kleine Betriebe besuchen, Bauernhöfe. Das ist etwas, wo man wirklich auch eine große Unterstützung geben kann. Auch was die mediale Aufmerksamkeit anbelangt. Weil wenn du siehst, es geht den Landwirten schlecht in Österreich. Es gibt immer mehr zustimmen müssen. Und der Präsident ist dort öfter, ja? Auch mit Medien. Dann kann man da wirklich helfen. Also wir werden viel unterwegs sein, wir werden eng zusammengeschweißt das machen, wir werden die Aufgaben gemeinsam bewältigen. Das wird eine interessante Zeit. Mit Doktor und Hund, ja, ein bisschen unglücklich. Ja, das ist natürlich eine Sache. Eins muss man schon sagen, also wenn ich diese Wahl gewinnen sollte, was Besseres kann den Medien ja gar nicht passieren. Weil das eine 13-jährige Tochter, wo wir dann wissen, naja, der erste Kuss, ja, wenn sie alles zu einem Freund das hat dann halt mehr. Wenn es dann zum ersten Mal in die Diskothek geht und so, das ist ja alles beobachtet. Und das muss man dann mal mit ihr besprechen. Man muss sich sagen, du bist jetzt einfach auch im Mittelpunkt. Es wird für dich etwas anders sein. Ja. Wie geht es Ihnen doch da allgemein damit? Blendet sie das aus oder? Ich glaube, es geht ihr gut. Ja, sie ruft ihm an und sagt, du, ich habe da den und den im Bus gesehen, das ist ein Fan. Gib dann das Handy weiter, dann muss er mit einem Schüler telefonieren. Was heißt, geht es jetzt keiner an? Die Schule ist toll. Also es ist noch nie, und da kann man eh vom Glück sprechen, irgendwie ein negativer Gegenwind entgegengebracht worden. Nein, das ist toll. Ja, weil ich kann mir vorstellen, gerade für eine 13-Jährige ist es nicht optimal. Gut, ich weiß alles über Ihre Ehe, ich weiß eines noch nicht, ich kenne ja Allerheiligstes noch nicht. Und ich habe gehört, das werden wir uns nach einer kurzen Werbepause ansehen. Bitte sehr. Sehr gut. OE24 TV präsentiert die große Home Story. Katrin Lampe auf der Couch bei Norbert Hofer und seiner Frau Verena. Jetzt im exklusiven Ehetalk nur auf OE24 TV. Katrin Lampe besucht Norbert und Verena Hofer daheim im burgenländischen Pinkerfeld. Erstmal stehen die beiden in einem exklusiven Gespräch gemeinsam vor den Fernsehkameras und geben intime Einblicke in ihr Leben. Wer Prunk und Protz hinter der Tür des Nationalratspräsidenten erwartet, der wird enttäuscht. Ganz bodenständig leben die Hofers im verschlafenen Pinkerfeld. Modernes Wohnambiente und klare Linien schaffen eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Eingerichtet hat übrigens Herr Hofer persönlich und dabei ganz auf grüne Accessoires gesetzt. Ob ihn da wohl der Wahlkampf inspiriert hat? Apropos grün, im Hoferschen Garten, da steht das Allerheiligste von Norbert Hofer. Ja, willkommen zurück im Allerheiligsten von Norbert Hofer. Wenn man da so rüberblickt, könnte man fast glauben, es ist das Schlafzimmer, aber nein. Ja. Wir sind hier in Ihrer Werkstatt, oder? Ja, genau. Ich muss zugeben, drei Werkstätten. Also hier sind so die Kleinigkeiten, Modellflugzeuge und so weiter. Und auch das Abenteuerparadies meiner Tochter im Sommer, ja, wenn sie mal heraus, Clubhaus, genau. Dann gibt es eben neben noch eine kleine Werkstatt für Rasenmäher und so weiter. Und dann noch eines für Moped und so. Ich habe mir nämlich ein Buchmaxi gekauft, welches Kind ihm eines haben wollte und nie eins bekommen habe. Und das habe ich eines, 37 Jahre alt. Sehr fein. Das heißt, die wenige Freizeit, die Ihr Mann hat, verbringt er auch noch in der Werkstatt? Ja, so ungefähr. Ja. Das freut Sie besonders? Ja, natürlich. Ja, aber gemeinsam offenbar Radfahren oder so, das unternehmen Sie gemeinsam? Genau, ja. Ihre Frau mit dem E-Bike, habe ich gehört? Genau, das war lustig. Ich habe mir vor einiger Zeit ein E-Bike gekauft und dachte ich, Mountainbiken, das könnte meins sein. Und dann ist meine Frau immer damit gefahren und deshalb habe ich meines ohne Motor gekauft. Und das ist immer eine tolle Herausforderung, meine Frau mit dem E-Bike, ich mit den normalen. Und da machen wir unsere Touren.
Jetzt beim Gehen sieht man deutlich noch die Folgen des Unfalls. Beim Radfahren ist das kein Problem? Nein, überhaupt nicht. Da wundern sich die Leute immer, wenn ich irgendeinen Berg rauffahre. Was habe ich schon wieder gesagt? Die Leute werden sich wundern. Wenn ich einen Berg rauffahre und dann dort absteige und sagen sie, was haben Sie? Ich sage, Unfall. Weil ich habe durch das intensive Training die Oberschenkel so stark gestärkt, dass ich auch am Berg sitzend hinauffahren kann. Und da bin ich irrsinnig stolz drauf, ja, dass das funktioniert und dass man sich wieder bewegen kann. Ja. Also der starke Wille zählt. Ich würde sagen, wir machen einen Blick raus ins Grüne. Und grün ist auch gleich ein gutes Stichwort. Herr Van der Bellen. Mir ist der sympathisch. Wirklich. Ein paar Mal getroffen, kann nichts dagegen sagen. Freut Sie das, Herr Hofer, wenn Ihre Frau den Herrn Van der Bellen sympathisch findet? Nein, weil ich sage auch, wenn ich mit ihm persönlich spreche, das ist da ist ein gewisser Kontakt da, ja, aber natürlich politisch sind wir völlig anderer Meinung. Ja. Und es kann ein Mensch auch persönlich sympathisch sein, dessen politischen Ansichten du nicht teilst. Und ich bin froh, dass meine Frau so ehrlich ist und auch das sagt. Jetzt angenommen, die Wahl geht zu Ihren Gunsten aus. Wie werden Sie feiern? Lange. Lange. Ja, ich bin, das muss ich ehrlich sagen, ich brauche immer, ich feiere nicht gern sofort. Ja. Diese Siegesfeiern nach einer Wahl, ich freue mich lieber still. Ja. Und dann irgendwann danach, ein paar Tage später, dann begeht man das Ereignis. Aber unmittelbar danach habe ich gern so ein bisschen meine Ruhe und denke über alles nach, was so passiert ist. Es wird ja dann überhaupt keine Zeit mehr für Urlaube oder Ähnliches geben, fürchte ich fast. Wie mutet sich das an? Man geht sich sicher in Urlaub aus, hin und wieder, bin überzeugt. Wo wäre so das Urlaubsziel, was Sie demnächst planen? Nichts in Aussicht, momentan. Nichts geplant, egal. Also wenn ich so nachdenke, London hat uns sehr gut gefallen, ja, das letzte Mal. Und über Weihnachten. Vielleicht machen wir das wieder. Frau Hofer, wir haben vorhin auch ein wenig über die Ehe gesprochen und auch die Streitigkeiten, die da vorkommen können. Jetzt ist Ihr Mann ja wahnsinnig rhetorisch geschult. NLP-Training und Ähnliches. Da kommt immer wieder der Vorwurf, auch in den Medien, Herr Hofer manipuliert ja, weil er eben so gut mit den Worten umgehen kann. Kommt Ihnen das auch so vor? Nein, er verstellt sich überhaupt nicht. Er ist privat, wie im Fernsehen, immer gleich. Er ist einfach so. Verfolgen Sie eigentlich jede Fernsehdiskussion mit oder sind Sie da auch jemand, der sagt, na, möchte ich gar nicht sehen? Manchmal ja, manchmal schalte ich gar nicht ein, weil ich zu nervös bin. Nervös? Ja, aber na, manchmal schaue ich nicht. Weil Sie Angst haben, dass ja, es nicht gut ja, macht genau, oder Ähnliches. Genau. Jetzt ist er fernab, Herr Hofer, kommen Sie wieder zu uns? Nur keine Eile, Herr Hofer. Jetzt können wir uns zumindest mal ganz in Ruhe umschauen. Versteckt sich in dem Garten doch ein echtes Wellness-Paradies mit Fasssauna und Whirlpool. Nicht nur Hund Jesse hat hier ein Zuhause gefunden. In dem freiheitlichen Fleckchen Erde gibt's allerlei Getier- und Pflanzenarten. Ihre Frau meint, Sie sind privat genauso wie zu Hause? Im Fernsehen genauso wie privat? Es lebt sich viel leichter, wenn man sich nicht verstellt. Ja, dann muss man überlegen, mein Gott, wie muss ich jetzt auftreten? Das ist völlig sinnlos. Ja? Und die Menschen merken das ja sowieso. Ja? Aber man muss doch, um ehrlich zu sein, eine andere Haltung einnehmen als Politiker. Ja, schauen Sie, wenn ich einen Staatspräsidenten treffe, dann habe ich natürlich ein Auftreten, das sehr, sehr strikt sich nach dem Protokoll orientiert. Aber in Wirklichkeit kann nur jeden jungen Politiker empfehlen, sich nur ja nicht verbiegen zu lassen. Ja, das ist nicht gut. Aber gibt es gewisse rhetorische Tricks, die Sie anwenden? Weil umsonst haben Sie ja nicht eine NLP-Schulung gemacht. Nein, das sind eben keine Tricks. Ich lasse mich auch nicht vorbereiten bei einer Diskussionsveranstaltung. Ich nehme auch keine Unterlagen mit. Mhm. Ich kann nur jedem sagen, natürlich muss man inhaltlich vorbereitet sein. Also wenn man nicht weiß, die Fakten nicht kennt, die Österreich betreffen, nicht weiß, wo der große Reformbedarf besteht, wenn man nicht weiß, ich weiß nicht, wie viele Häftlinge gibt es in Österreich, was kostet das genau. Also diese Fakten muss man schon im Kopf haben. Mhm. Und auch so eine politischen Vorstellungen. Aber wenn man das hat, dann kann man sich ganz entspannt hineinsetzen und ja, das Interview bestreiten. Warum glauben Sie, Frau Hofer, könnte Ihr Mann die Wahl gewinnen? Was ist es, was ihn zum Präsidenten machen könnte? Ehrlichkeit, eben, dass er sich nicht verstellt. Er ist ein Kämpfer und schon sehr oft aufgestanden. Eine Kämpfernatur, das werden Sie auch brauchen, sollten Sie First Lady werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich danke für das Interview. Und hoffe, dass unsere Zuschauer es genauso interessant finden wie ich. Ich hoffe, Sie schauen rein. Nächsten Freitag 20:15 Uhr dann ein neuer Gast. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.